Hallihallöchen. Ich habe hier relativ viel auf dem Tisch stehen. So viel stand hier, glaube ich, noch nie gleichzeitig auf dem Tisch bei einem Video. Aber ich habe es euch ja versprochen. Ich stelle euch die Bye-Bye Collection vor. Also Sachen, die im neuen Katalog, der im Mai erscheinen wird, nicht mehr mit dabei sind. Und manche Sachen werde ich nicht so schmerzlich vermissen und bei manchen Sachen finde ich es schon ein bisschen dramatisch, ne? Und ich stelle euch die jetzt mal ganz kurz vor. Das ist also tatsächlich die letzte Chance für diejenigen, die die gerne hätten, um das Zeugs noch zu ergattern, ne? Das Geheimnis um den neuen Katalog wird bei Tupper tatsächlich sehr, 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 sehr gut gehütet, weil ich weiß bis jetzt nur von so zwei, drei kleinen Sachen, die in den neuen Katalog reinkommen. Deswegen stelle ich jetzt auch ein paar Vermutungen mit auf. Ich kann tatsächlich noch fast nichts hundertprozentig sicher sagen, ja. Es das heißt auch nicht, dass diese Produkte komplett verschwinden werden. Manche Sachen machen immer so ein bisschen Sommerpause, wie manche Produkte auch immer Winterpause gemacht haben. Ja, aber wie gesagt, ob sie hundertprozentig zurückkommen, kann ich auch nicht versprechen. Also fangen wir mal an. Hier rechts die komplette Clear Collection, die passt gar nicht komplett aufs Video, sehe ich gerade. Ist ja der Wahnsinn, ne? Also unser kompletter Turm an Clear Collection Schüsseln. Ich finde sie ja wirklich super schön. Ich hüte die auch so wie meinen Augapfel. Die sind halt meines Erachtens die schönsten Schüsseln von Tupperware, weil sie wirklich so richtig glasartig sind. Trotzdem flexibel, ja. Also im Vergleich zu einer Glasschüssel. Ich mache sie nicht in die Spülmaschine, damit sie auch wirklich über lange Zeit diesen Glanz erhalten und sind also wirklich ganz, ganz schöne Servierschalen und die bis hin zur flachen. Also ich schicke euch ja auch noch Bilder von den Sachen, die gehen komplett aus dem Katalog raus. Das war aber letztes Jahr im Sommer auch so. Da haben die Sommerpause gemacht und kamen dann im Winter wieder. Ja, soweit so gut. Dann unsere Ultras, aber da zum Glück nicht alle, sondern nur zwei Formen. Einmal unsere 5-Liter-Ultra, die so eine richtige, ja, so eine Topfform hat, wo man also zum Beispiel Gulasch oder Eintöpfe, Rouladen wunderbar drin machen kann. Was ich ein bisschen schade finde, ist unsere, ich komme heute vor wie so eine Präsentationsassistentin. Und was ich ein wenig schade finde, ist unsere Ultra-Kastenform, weil die ist halt für alle Brotbäcker toll, weil man dann diese typische Kastenform hinbekommt. Geht natürlich auch in unsere 3,5-Liter-Ultra und die bleibt ja auch im Katalog. Also die, vor allem was die günstigste Einstiegsvariante und für kleine Haushalte auch ganz gut. Also hier jetzt aktuell erstmal die letzte Chance. Hier vorn bitte da keine Panik bekommen, da weiß ich es schon. Das ist ja Turbo Chef, Multi Chef, Extra Chef, also unsere kleinen Häcksler. Die wurden überarbeitet, haben ein paar Verbesserungen bekommen und einen neuen Namen und die werden im neuen Katalog auch in neuer Form erscheinen und ich werde sie natürlich dann ab Mai auch präsentieren und vorstellen. Ich habe die neuen nämlich noch nicht, aber hier bitte jetzt nicht unbedingt zuschlagen. Ihr ärgert euch dann wahrscheinlich, wenn im Mai die neuen kommen. Allerdings, ich meine, die Unterschiede, die sind ein Ticken besser, aber die sind ja auch schon sehr, sehr gut. Ich bin mir aber sicher, dass sie im neuen Katalog auch ein bisschen teurer sein werden, ne? Also wer sie noch, wem die normalen Turbo-Chefs völlig ausgereicht haben mit den Eigenschaften, die sie bis jetzt besitzen, hat man natürlich jetzt noch die Chance, ein bisschen günstiger dran zu kommen. Unsere Mikroprodukte, nicht alle gehen raus, aber zum Beispiel, was ich wirklich extrem schade finde, unsere Mikrofixe. Ich schicke euch im Anschluss auch noch mein Mikrowellenkunde-Video, wo ihr sehen werdet, dass ich eigentlich großer Fan von denen bin und ein bisschen traurig bin, dass sie rausgehen. Ob ein Nachfolger kommt, kann ich nicht versprechen. Uns wurde schon etwas vorgestellt, die gab es schon ganz früher mal, die sind auch ein bisschen optimiert und verbessert worden. In einer eckigen Form, in so einem Blau jetzt aktuell, auch mit so einem Silikonnupsi hier oben. Aber die haben ja einen flachen Boden. Und unsere Mikrofixe haben ja diesen gewellten Donutboden, wo man eben nicht so umrühren muss beim Erwärmen, weil es eben da im Kreis liegt und da besser erwärmt wird. Und ob die in den Katalog kommen, keine Ahnung. Also ich weiß nur, dass die rausgehen und dass ich das wirklich sehr, sehr schade finde. Also seit ich bei Thomas dabei sind, waren die auch durchgängig im Katalog und das sind eigentlich auch so Bestseller. Schauen wir mal, was kommt. Also, wenn die kommen, wäre auch schön. Aber es ist ein bisschen schade natürlich. Vielleicht wechseln sie auch nur die Farbe. Also, das ist bei Tupper manchmal ein bisschen tricky. Zumindest so, wie sie hier stehen, werden sie nicht mehr drin sein. Auch unser Hot and Go, quasi aus dem anderen Mikrowellenmaterial. Ihr könnt da gerne ein Video ein bisschen schauen.
Bücher, ganz viele Bücher gehen raus. Also ich will jetzt nicht jedes einzeln vorstellen, aber da könnt ihr gerne mal auf diese Bilder klicken, die ich euch noch schicke, weil es werden zu ganz vielen Produkten die ja, Rezeptideenbücher rausgeben. Ebenfalls sehr schade, unser Coffee-and-Go-Becher wird rausgehen. Ob der Nachfolger kommt, auch da haben wir schon einen neuen vorgestellt bekommen, weiß ich nicht. Ja? Also das ist das eine. Zudem hat der ja so eine richtige Klappe mit Silikondichtung und der ist also auch dicht, selbst wenn er mal Rucksack mal umfällt. Der hier ist wirklich so ein typischer To-Go-Becher, den man halt wirklich in die Hand nimmt und dann To-Go auch trinkt. Der hat nämlich so einen kleinen Silikonverschluss über der Öffnung nur und auch noch so ein Loch, damit es eben... Ja, damit man trinken kann, richtig. Das heißt, wenn der umkippt, dann kann es durchaus auslaufen. Und der ist hier komplett so doppelwandig und der hat hier so eine, so einen Schutz, damit man quasi geschützt ist vor der Wärme des Getränks. Und der wird hier oben so rangeklickt. Das heißt also, der hält einen Ticken länger warm als der. Aber der, und deswegen liebe ich den eigentlich auch, ist aus unserem neuen Eco Plus Material, sprich der besteht aus recycelten Einwegverpackungen. Also umwelttechnisch ist der natürlich weit im Voraus im Vergleich zu dem. Ob er kommt, weiß ich auch gar nicht, aber wer einen guten Coffee-to-go-Becher haben möchte, der sollte jetzt noch zuschlagen. Also den mag ich nämlich auch sehr. Eins unserer Eco Easy Fläschchen als Dino geht raus. Unser Salatbesteck, was eigentlich sehr gut auch zur Klickmaschine gepasst hat, geht raus. Keine Ahnung welches oder ob ein neues kommt. Die Schäler einzeln bleiben drin, aber unser Klicksystem, ich habe nicht mal das komplette Klicksystem, das geht auch raus, aber finde ich nicht so schlimm, weil dann die Schäler einzeln ja noch bleiben. Und dann sind hier noch zwei Sachen, die ich auch ein bisschen schade finde. Ich mache mal eben ein bisschen Platz. Gerade für alle Bäckerinnen und Bäcker unter euch verlässt nämlich unser Servierkarussell den Katalog. Und das war einmal natürlich, hier kann man auch die Kaffeekanne und Milch und Zucker draufstellen und hat dann ein schönes Servierrondell zum Frühstücksbrunch. Was aber wirklich sehr gut ist für alle, die wirklich so Motivtorten backen. Hier sitzt einfach mal unser Tortentwist, der geht nicht raus, keine Angst. Aber diese Platte vom Tortentwist, die passt genau in die Mulde von unserem Servierkarussell. Ist dann eben, ja, also man kann dann tatsächlich hier seine Torte drauf machen und kann dann drehen und verzieren und streichen gleichzeitig und hat es dann auch direkt schon auf der richtigen Platte, um dann den Tortentwist natürlich groß für Torten draufzusetzen und es irgendwo hin zu transportieren. Ja, also das finde ich eine richtig coole Geschichte mit diesem Servierkarussell und es ist ein bisschen schade, dass das also rausgeht und gleichzeitig vermute ich, dass sich die Farbe ändert. Also das ist nicht mal die aktuelle Farbe. Aktuell ist es schwarz, nämlich unsere Schneidwunde, die auf das Tablett von unserem Tortentwist gelegt wird, um einfach hier keine Schnitte drauf zu bekommen. Ja, also das sieht man hier, glaube ich, nicht, ob man es erkennt. Also meine ist auch schon ein bisschen zerschnitten. Keine Ahnung, ob man das jetzt sieht, aber so schützt man sich quasi den Tortentwist und hat dann einfach wie so ein Brettchen hier was zerschnitten. Und das ist in schwarz aktuell, finde ich eh viel schicker. Also da werde ich tatsächlich nochmal zuschlagen bei der Collection, denn schwarz finde ich ein bisschen schöner als dieses Schimmelgrün rund um den Kuchen, dann was da so rausguckt. Und ja, diese Kombination zum Backen finde ich eine super Geschichte. Geht leider auch aus dem Katalog raus. Und was ich gar nicht habe, aber das ist unser Deko-Pen, unser kleiner Silikonstift, mit dem man dann auch so Kekse oder sowas noch verzieren kann. Ich bin ja wie gesagt nicht so der Bäcker, deswegen habe ich dieses Produkt niemals in meine Küche einziehen lassen, wurde aber tatsächlich oft bestellt, gerade wer mit Kindern backen möchte und das ist auch auf der Abschussliste. Kann natürlich sein, dass das erst wieder dann im Winter kommt, wenn die Backzeit auch wieder mehr losgeht. Ne? Soweit, so gut. Ich schicke die Bilder noch mit rein, wenn ihr einzelne Fragen habt. Also das sind alles keine Angebote, das sind ganz normal klassische Katalogprodukte, die ganz normal bestellbar sind. Aber wie gesagt, jetzt im April zum letzten Mal. Also schlagt zu, nutzt die Chance und ja, ärgert euch nicht im Anschluss. Und wie gesagt, wer neugierig ist, was in den neuen Katalog kommt ab Mai, ich denke, da wäre das einfachste und klügste, eine Tupperparty, eine WhatsApp-Tupperparty zu buchen. Ich denke, dass auch alle, die hier in der Gruppe sind, dann neugierig sind, was in den neuen Katalog reinkommt. Dann kommen bestimmt auch ganz viele Gäste wieder mit rein. Und ich bin selbst mitgespannt. Also ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass der Mai super wird. So, jetzt erstmal viel Spaß beim Stöbern und beim Schauen, ob ihr noch was davon gebrauchen könnt. Und einen schönen Tag euch. Ciao!